Brandenburg an der Havel ist meine Heimat. Eine liebens- und lebenswerte Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Eine Stadt mit Tradition und Zukunft. Wenn ich durch Brandenburg an der Havel laufe, dann ist es so schön zu sehen, wie die Kinder in unserer Stadt herumtollen. Und dann wird mir ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass wir dafür sorgen, dass sie die beste Bildung bekommen. Und deshalb gehören sanierte Schulen dazu. Wir haben es geschafft, darum zu kämpfen. Und es ist uns gelungen, jetzt endlich damit zu beginnen. Ein starkes städtisches Klinikum in kommunaler Hand, ein Gesundheitszentrum mit überregionaler Bedeutung, aber auch 200 Arztpraxen und private Kliniken in unserer Stadt, das macht uns stolz. Es ist uns gelungen, den industriellen Kern zu erhalten, aber auch moderne Industrien wieder anzusiedeln. Wir dürfen auf halbem Weg nicht stehen bleiben, deshalb ist es wichtig, gemeinsam anzupacken. Es ist so schön zu erleben, wie viele Menschen in unserer Stadt an den Nächsten denken und die sich immer wieder einbringen, ihre freie Zeit dafür einsetzen, anderen Menschen zu helfen. Gemeinsam haben wir den Stillstand in unserer Stadt Brandenburg an der Havel beendet. Wir haben Fehlentwicklungen korrigiert und haben heute ein starkes Zentrum. Lassen Sie uns den erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen. Es geht um unser Brandenburg an der Havel.